Peace, Freunde! Was geht ab? Ich bin bei Reapers und ich begrüße euch zu einem neuen, freshen Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video, Leute, gibt es von der Woche 4 in der Season 7 den geheimen Battle Pass Stern, beziehungsweise in dieser Woche gibt es leider nur einen Banner. Auch bei diesem Video würde ich mich sehr über einen Like freuen, Leute. Einfach mal kurz unter das Video gehen, kurz Zeit nehmen und ein Like droppen. Für mich ist es auf YouTube ein Riesensprung, für euch nur eine ganz kleine Sache. Deshalb könnt ihr meinen Kanal auch gerne abonnieren, um auf gar keinen Fall in jeder Woche immer den Battle Pass Stern zu verpassen. Ich lade jede Woche immer den geheimen Battle Pass Stern oder Banner hoch. Dann seid ihr immer auf den neuesten Stand in Fortnite generell, da ich auch News hochlade. Deswegen würde ich mich über ein kostenloses Abo und die Glocke natürlich auch freuen. Naja, kommen wir zum Woche 4 Ladescreen. Ja, wir haben wieder einen Loading-Bildschirm, den wir erhalten, wenn wir alle Herausforderungen hier in der Woche 4 abgeschlossen haben. Ja, den erhaltet ihr dann, genauso wie ich auch. Wichtig zu sagen ist immer, ihr müsst die Woche 4 hier alle Herausforderungen, die kommen morgen raus, müsst ihr erst abschließen und dann könnt ihr erst den geheimen Battle Pass Banner holen. Das bedeutet, wenn ich jetzt eine Runde gehe und euch zeige, wo das Ganze ist, wird bei mir nichts sein, weil die halt erst hier in 18 Stunden rauskommen. Naja, auf dem Ladescreen erkennen wir einen Battle Pass Skin mit dem Hamster und dem neuen Driftboard, was ja letztens eigentlich reingepatcht werden sollte, aber dann doch nicht kam. Hinzu sehen wir im Hintergrund Happy Hamlet. Und wenn wir mal so ein bisschen unten rechts schauen, dann sehen wir da auch den geheimen, versteckten Battle Pass Banner. Wo genau jetzt dieser geheime Battle Pass Banner ist, das zeige ich euch. Wir springen kurz in eine chillige Runde rein, in Spielwiese oder normal, mal gucken. Und dann zeige ich euch das Ganze, wo das ist. Wenn ihr dann über Happy Hamlet, ja, also unten links hier auf der Karte rausgesprungen seid, dann müsst ihr hier unten einfach nur landen. Ich habe da schon extra für euch das Ganze hingebaut. Denn, wenn wir mal ganz kurz schauen, dann sehen wir eben, dass in etwa hier so fast ein bisschen tiefer noch dieser Ladescreen aufgenommen wurde mit einem coolen Bild. Und eben, ja, hier direkt vor uns jetzt ist dann das Driftboard mit dem Skin. Und hier hinten ist auch das grüne Gebäude, wo dann eben genau an dieser Wand der geheime Battle Pass Banner dran ist. Den könnt ihr euch kostenlos dort abholen. Ich bedanke mich an der Stelle wieder fürs Zuschauen. Würde mich sehr über einen Like oder ein kostenloses Abo freuen. Am besten wäre natürlich beides. Und ihr müsst natürlich auch die Glocke aktivieren, Leute, damit ihr nichts verpasst, weil YouTube ist immer ein bisschen buggy. Wir sehen uns jetzt im nächsten Video. Morgen gibt es die Gewinnspielauflösung meines Gaming-PCs. Wir sehen uns jetzt beim nächsten Mal. Euer Reapers. Ciao, 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 ciao.